So, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was gekauft. Ich habe jetzt, ich wusste gar nicht, was das hier oben ist, diese Gutscheine oder was das sind. Habe ich draufgeklickt und jetzt kaufe ich halt zehnfach immer gleich die Stände ein. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Manager habe ich jetzt eingestellt für alle Sachen, die ich hier gekauft habe. Das Blöde ist, mein Fehler war, weil ich auf zehnfach geklickt habe, kaufe ich jetzt auch alles zehnfach, selbst die Sachen, die ich noch nicht habe. Also kann ich mir einige noch nicht leisten. Hätte ich gewusst, was diese, ich sag mal, Price Tags, wie heißt das, Etiketten hier sind, hätte ich da nicht raufgeklickt. Das heißt, ich brauche ja über, was, wie viel sind das hier? 356 Milliarden? Bevor ich hier so eine Ölcompany kaufen kann. Und naja, da muss ich mir halt noch ein bisschen Geld beiseite legen oder ein bisschen sparen. Hier habe ich jetzt schon so viele Stände, dass das permanent grün ist, weil das so schnell ablockt. Also es hat sich jetzt verdreifacht insgesamt. Das heißt, das geht so schnell, dass gar nicht mehr angezeigt wird. So wie hier, dass dazwischen noch Pausen sind. Hier dauert es eine Sekunde. Da hat es ja vorher auch eine Sekunde gedauert, jetzt geht es aber so schnell, dass es einfach nicht mehr nachvollziehbar ist. So, jetzt überlege ich, was mache ich. Donut Shop könnte ich kaufen. Den spare ich mir aber jetzt. Ich kaufe lieber noch Pizza Dingens hier. Scheiße, jetzt kann ich natürlich keine einzelnen mehr kaufen. Aber okay, ich mache alle paar Sekunden hier auch noch mal über 1 Million. Was war jetzt als nächstes? Was kostet der eigentlich? Kann ich wieder Upgrades kaufen? Runs Donut Shops. Okay, den brauche ich jetzt noch nicht, weil ich keine Donut Shops habe. Aber hier, das machen wir. Kaufen wir. Oh, hier, das kostet 1 Million. Kann ich auch kaufen. So, Profit hat sich verdreifacht. Jetzt knattert die Kohle nur noch so rein. Das ist Wahnsinn. Ach, so eine Spiele mag ich eigentlich. So mal zur Unterhaltung, wenn es mal richtig stressig war am Tag oder so. Kann man das schon mal spielen? Swags und Stats. Ich will nur mal kurz gucken hier. Millionär. Ach so, das ist einfach nur so. Larifari. Ich dachte, da passiert noch irgendwas. Unlocks. Reach these milestones to unlock bonuses for your events. Keep on biggering. Okay, ist eigentlich auch nur so eine Statistik. Schätze ich mal. Ach, 100 Limone. Ach so, nee, ich habe das ja noch gar nicht erreicht. Da gibt es dann noch mehr dazu. Doch, 4 habe ich schon. Aber ich schätze mal, die vorigen sind einfach nicht mehr zu sehen, weil ich das schon alles soweit habe. Dann, also es erhöht sich dann einfach nur. So meine ich das. So, wir haben über 2 Millionen. Dann komme ich mal ein paar Donut-Shops. Würde ich sagen. Gut, davon habe ich jetzt 10. Was kostet der Manager? 1,2, okay. Da warten wir einfach ein paar Sekunden ab. Das erinnert mich so, die Optik erinnert mich so an Monopoly. Das erinnert mich voll an Monopoly. Oder so Spiele, die so in den 40er, 50ern so angelehnt sind. Also auch mit dieser comicartigen, diesem comicartigen Design und dergleichen. So, jetzt können wir ihn kaufen. Macht er das klar hier? Mache ich 518.000 in 16 Sekunden. Das ist ja auch nicht normal, ey. So, ich muss mindestens überall auf 25 Stände kommen, damit sich das verdoppelt und das alles auch ein bisschen schneller abläuft. Bam. 299 Millionen brauche ich, um noch ein paar Pizzastände zu kaufen. Okay. Ich denke, das kriegen wir hin. Da gibt's Adventures. Ich werde da gleich mal raufklicken. Vielleicht schaffe ich ja noch. Ich denke, das sind so Mini-Abenteuer, die man nebenbei noch machen kann. So klingt das jedenfalls für mich. Und da werde ich auch gleich mal raufklicken. Aber erstmal kaufen wir noch ein paar Sachen. 30 Minuten oder weniger, kennt man ja. So, und jetzt, oh, jetzt knattert die Kohle richtig rein. So sieht das gut aus. Ich brauche über 5 Millionen, also fast 6 Millionen, um die. Jetzt ist mein Gehirn ausgefallen. Was wollte ich sagen? Ach ja, fast 6 Millionen, um weitere Donutstände zu kaufen. Wahrscheinlich kann man das, ich schätze mal. So kommt mir das vor, bis 100-fach. Das heißt,
Wenn man richtig genug Kohle hat, kann man hier einfach noch so einen Multiplikator kaufen und dementsprechend schnell seinen Gewinn vervielfachen oder vermilliardenfachen, wie auch immer. So, jetzt echt mal so ein Abenteuer hier mitmachen. Investoren, was ist das? Angel Investors multiply your profits, but they can't come with a price. Okay. Is there reset everything to zero or spend a little gold if you prefer? Ah, brauche ich nicht. Putting the bag in holy smoke, so that's all. Ich will eigentlich keinen. Resetting now is a bad idea. Okay. Gut, dann warten wir einfach. Ich habe auch ehrlich gesagt kein Bock jetzt hier echtes Geld auszugeben dafür. So. Voila, Mission Control. You can open new market opportunities in space. Alles klar. You can start by investing in the moon and Mars, but it's going to take time and cash. In fact, it's $1 trillion just to get started. Oh. When you've raised the capital, just press the increase funding button. You'll be able to invest other resources to speed up the process too. 1 Trillion! 1 Trillion! Das machen wir dann nächstes Mal. Also ich kann wahrscheinlich noch gar keine Adventures. Nee, kann ich noch nicht. Ach, das sind die Dinger. Okay. Also müssen wir uns bis dahin erstmal noch durcharbeiten. So, ich habe jetzt 10 Millionen. Ich kann ja mal ein paar Donutstände kaufen. Hatte ich nicht gerade Donutstände gekauft? Oder habe ich wieder woanders hingeklickt? Wie auch immer. So. Das haben wir jetzt auch erstmal erledigt. Was kostet denn erst der Manager? 10 Millionen, okay. Was? Wie ist er eine? Stefanie Spielberger. Ist klar. Forrest Trump. Don Cherry. Achso, die haben alle solche Namen. Das weiß ich, habe ich gar nicht drauf geachtet, wie die anderen davor hießen. Aber warte mal, der Typ war ja für Shrimp Boat. Ich hätte mal für Shrimp Boats. Dafür brauche ich 20 Millionen. Okay, es müsste eigentlich schneller gehen, je mehr ich hier kaufe. Also komme ich hier nochmal 10. Hier 10. Read all about it! Speed of newspaper, profit to... double. Hier auch nochmal. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht jetzt richtig gut aus. Ich denke, ich werde hier alle jetzt durchkaufen. Schätze ich mal, oder? Ein bisschen Gold kaufen? Nee, ich bin zu arm dafür. Ich überlege jetzt, ob ich komplett erstmal 100 Stände kaufe. Das sollte ich machen. Ich kaufe erstmal 17 Millionen. Okay, die habe ich auch gleich eigentlich. Dann erhöht sich das hier auch ein bisschen, dann kriege ich halt schneller die Kohle zusammen und ja, so machen wir das. So, ich schätze mal, es dauert ungefähr noch 10 Sekunden, dann habe ich die 17 Millionen. 17,5 Millionen. So, komm. Braucht die Kohle. Zack, gekauft. Lots of Donuts. Lots of Dough. Viel Teig, ja. So, dann kaufe ich auch nochmal 10. Ich kaufe jetzt so lange 10 bis hier. 105. Mhm. Okay, das ist eine coole Sache. Boah, wie schnell das jetzt geht. Mann. Das ist doch nicht normal. Okay, ich meine, die Dinger hier bringen ja kaum was, aber hier kaufe ich auch noch welche. Das ist so Wahnsinn. Ich meine, ich finde das witzig, wenn man bedenkt, wie lange man sonst braucht, um überhaupt Geld zusammenzusparen oder sonst was. Und wenn man dann wirklich, sagen wir mal, man hätte wirklich die Kohle verfügbar und könnte überall investieren und die würde sich so einfach, weiß ich nicht, verhundertfachen. Ja,
alle paar Minuten. Das wäre doch Wahnsinn, wäre eigentlich schön, aber dann wäre ja jeder Multimillionär und dann, ja, würde unser ganzes System nicht mehr funktionieren. Denn es müssen immer viel mehr Arme geben. Es muss immer viel mehr arme Leute geben als Reiche. Das war jetzt sarkastisch gemeint, ja. Nicht, dass sich jemand beschwert. So, ich könnte mir wieder den Manager holen, aber den brauchen wir noch nicht. Aber ich kaufe gleich diese Shrimp-Boote. So, Prepacked Pastries. So, wir verdreifachen den Profit. Sollte ich jetzt... Aktuell nicht gerade. Ich überlege gerade, ob ich die nicht alle mal auf 100 bringe. Obwohl erstmal diesen Shrimp-Bumster kaufe. Ne, ich glaube, ich versuche die alle auf 100 zu bringen. Okay, das kostet jetzt schon 43 Millionen. Okay, es hat sich auch verdoppelt. So schnell wie das wie Kohle hier reinfliegt, ist das glaube ich kein Problem. Hier kommen ja auch nochmal welche. Aber jetzt sollte ich vielleicht doch auf die Shrimp-Boote warten. Ja, da, ja, darauf, dass ich mir die Shrimp-Boote kaufen kann. Weil ich will dann eigentlich gleich ein paar mehr kaufen. Ja, ich denke, das mache ich so.